Simon, ich gratuliere dir von ganzem Herzen. Wie geht's dir? Dankeschön. Es geht mir recht gut. Mir tun einfach die Beine immer weh, aber sonst geht es mir sehr gut, ja. Was tut dir am meisten weh? Die Oberschenkel. Und in den nächsten Tagen, du hast das schon ein paar Mal durchgemacht. Was fängt denn da, was für Schmerzen setzen da ein? Ja, das geht wieder relativ schnell mit der Erholung. Also ich sage, am Mittwoch, Donnerstag werde ich nichts mehr spüren. Aber magst du noch sitzen morgen? Ja, das geht schon. Das ist das kleinste Problem. Also das Gesäß ist nicht so schlimm. Wie ist der Wert der Fahrt ergangen? Eigentlich sehr gut. Sonst normalerweise habe ich immer so eine Krise zwei und heute bin ich eigentlich wirklich ohne Krise durch, ohne Schlafkrise, ohne sonst Krise, mentale Krise, eigentlich recht gut durch das ganze Rennen. Wie bist du zufrieden mit deiner eigenen Leistung? Ja, ich bin glaube ich sehr zufrieden. Also einen Traum hatte ich, Schweizer Meister. Der andere Traum war, das Rennen zu gewinnen. Das habe ich nicht geschafft, aber vielleicht komme ich jetzt nächstes Jahr nochmal und probiere es einfach nochmal. Ja, du warst so nah dran gewesen. Ja, ich bin recht noch dran. Ich habe vorhin mit Ralf noch diskutiert. Und ich bin bis 3 Minuten bin ich dran gewesen. Und dann ist er einfach nochmal weg und da konnte ich einfach nicht mehr kontern. Das muss man sich da mental ein bisschen aufbauen, schnell wieder? Oder ist es mental gut gegangen auf der Strecke? Ja, mental ist eigentlich tiptop gewesen, aber eben, wenn ich gesehen habe, dass Ralf nochmal zieht, dann wird es einfach schwierig. Nächstes Jahr willst du es nochmal machen? Oder was sind deine nächsten Ziele? Ich bin noch nicht sicher. Also jetzt mache ich jetzt erst einmal Winterpause und nachher tue ich mich vorbereiten für das nächste Jahr. Und dann sehe ich, ob ich wieder zurück zur Tortur komme oder ein anderes Rennen machen werden wir sehen. Du musst uns also von der Nacht erzählen, wie das gegangen ist, durch die Nacht durchfahren und was dir am... Nein, zuerst mal die Nacht, wie ist dir gegangen? Die Nacht geht mir grundsätzlich immer gut, also die erste Nacht immer starten. Ich bin mit so langsam Starter, verliere dann relativ viel Zeit und müsste in der zweiten Nacht immer relativ viel aufholen. Ich glaube, während der Nacht bin ich wieder der Schnellste gewesen oder eines von den Schnellsten gewesen. Und das stimmt für mich auch die Temperaturen und das passt für mich. Wo hast du mega müssen kämpfen? Was hat dir am meisten Mühe gemacht? Ich glaube, das war wieder mal irgendwie die Hitze gewesen, gestern Nachmittag irgendwo. Aber sonst habe ich es relativ gut durchgebrungen, ja. Super. Und jetzt, was gibt es zuerst? Gehst du anstossen oder liegen? Ja, mal etwas Neues. Zuerst gehe ich mal zur Dopingkontrolle. Die kann wahrscheinlich schon zu warten, bis das alles funktioniert. Und nachher einfach mal duschen. Und nachher gehen wir etwas zu Nacht essen.